Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Enlisted. Wir sind in Berlin, spielen Königsplatz Konfrontation. Auf der Seite der Sowjets mit dem T3-Deck, da habe ich ein bisschen was Neues mitgenommen, unter anderem T34, den ganz AA und einem Maschinengewehrtrupp. Und ja, Königsplatz Konfrontation ist halt auch so. Wir hatten ja zuletzt erst Höhlendorf Konfrontation. Und jetzt sind wir hier. Das ist halt so. Für mich ist das Höhlendorf von Berlin. Ich finde generell die meisten Berlin-Karten gefallen mir nicht. Die spielen sich alle ähnlich und die sind alle ähnlich doof. Diese Flussüberquerung, die finde ich ganz cool, die kriege ich aber super selten. Das mit dem Zug spiele ich auch ganz gerne. Aber. Mensch, hör doch mal auf hier, hallo. Aber ansonsten so Gogolstraße und. Wo kam denn gerade das Wasser her? Hä? War ja wild. Ja, Gogolstraße und hier und so, ne? Das sind so nicht die Karten, die ich gerne spiele. Aber egal, wir müssen hier durch. Weniger jammern, mehr kämpfen. Ich hatte davor schon mal eine Runde aufgenommen. War Gogolstraße, war mega langweilig. Der Gegner hatte überhaupt keinen Fuß gefasst. Wir hatten verteidigt. Die war dann so lame, die Runde, dass ich dann gesagt habe, ja gut, das brauchst du nicht mal, weil wirklich minutenlang gar nichts passiert war. Also es kam überhaupt gar kein Gegner ran. Aber ich habe da festgestellt, dass mein Aiming nicht gut ist heute. Der Aiming-Kaffee war schlecht auf jeden Fall, das kann ich ja schon mal sagen. Quatsch. Nee, rennt hier mal nicht so doof rum. Na, bleib mal hier, wir wollen ja gleich cappen. Der war mal ja. Dann haben wir den hier mit dem Yevgeni. Habe ich einen Spawn, den ich setzen kann? Das geht. Ich wäre schon wieder nass. Danke. Okay, da sind ganz viele Enemies. Ich mag die Winchester. Da brauchst du nicht mal zielen. Das musste passieren. Es war so klar, dass das passiert. Komm mal her. Hierher. Hierher. Der gehört zu uns. Sehr schön. Also ich weiß, ich beschwere mich zwar auch jedes Mal über die Klickbums und bin ich halt nicht besser, ne? Aber die sind halt auch effektiv, also. Ach, lang. Die schießen soll. Ja, ich brauche noch so. 16.000 Punkte, glaube ich, oder so. Dann hätte ich dann endlich auch die. Krieg ich dann. Ich glaube, dann kriege ich sogar schon die Sturmtrupps. Also die Hämmer habe ich schon, ich habe sie nur noch nicht verteilt. Muss da mal ein paar Hämmer verteilen. Ist Hammer Time. Blöd, da jetzt nach vorne zu rennen. Man konnte doch von hier aus irgendwie. Genau hier.
hätte gedacht, ich hätte einen Panzer gehört. Den hätte ich nämlich gern mit der Panzerfaust begrüßt. Nein, ist er doch. Ich wusste, ich hatte irgendwas gehört. Und ja, kurz zur Info, kurz Eigenwerbung. Falls ihr mal Lust habt, dann schaut ganz gerne im Stream vorbei. Unter anderem heute, wenn ihr das am Sonntag am Erscheinungsdatum sehen solltet, das Video. Da sind wir ab 15:30 live und grinden uns die 20.000 Punkte. Das heißt, wenn ihr das auch machen wollt, dann braucht ihr es nicht alleine machen, sondern macht das gerne mit mir und der Community. Das klappt in der Regel ganz gut. Das heißt, klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Lasst einen Follow da, dann seht ihr immer, wann ich online bin und wann wir unter anderem dann halt auch Endlisted spielen. Ich bin zwar kein Freund von Eigenwerbung, aber anders geht's nun mal leider nicht. Verzeiht es. Aber ohne Werbung geht das Ganze hier nicht. Also ohne Eigenwerbung. Niemand bezahlt mich hier, also ich... Na, ihr wisst, was ich meine. Noch einen. Es ist wie in der Runde davor, es sind keine Gegner da. Um Tony Damager zu rezitieren, wo sind die Gegners? Vielleicht kennt den einen oder anderen den. Ist jetzt übrigens Weinhändler, nur mal so als Info nebenbei. Hat in Berlin ein Weindepot. War doch bestimmt eine Panzerfaust. Nein, es war ein 7,5 cm Pack. War ja klar. cm sogar. Oha. Ja, ist leider noch ein langer Weg bis zur IS und IS-2 und all dies. Das dauert noch. Parken uns direkt hier, damit uns keiner sieht. So. Na, komm noch ein bisschen vorwärts. Also, hier muss man nochmal drüber überarbeiten. Ihr habt gerade die Wassertropfen vielleicht gesehen. Darkflow, wieso habe ich Wassertropfen auf dem Auto? Im Gesicht, wenn ich aus dem Gatz steige. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich bin heute sehr langsam. Es ist die Allergie, es ist der Heuschnupfen, der macht mir zu schaffen. Ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Die Nase ist zu, Nebenhöhlen sind zu, alles ist zu. Atmen, kaum möglich. So viele Sachen hingeworfen, nichts getroffen. Ey, ich bin ja richtig gut. Alter, hör mir doch auf, ey. Hör mir doch auf. Ne, ich glaube, ich habe es im letzten oder vorletzten Video schon mal gesagt. So, Heuschnupfenzeit, diejenigen, die es kennen,
Das zieht dich so runter. Ich bin schon wieder nass. Was ist da los? Das war unhöflich. Oh, die IS-2 hat zerrissen. Sie wurde weggepanzerfaustet. Da sind schon wieder Namen im Killfeed, ne? Dass die immer noch keinen Filter haben, das verstehe ich nicht. Die kannst du gleich permabannen. Ohne Pardon. Ach komm, wozu macht die Markierung, wenn da niemand ist? Was soll's. Na immerhin. 330 Punkte. Die nehme ich ganz gerne mit. Wir laden noch einmal auf. Kurz etwas Aiming-Wasser trinken, wenn der Aiming-Kaffee schon nicht wirkt. Oh, den hätte ich jetzt gerne aus dem Himmel geklatscht. Na, was fliegt denn da oben? Können die sich ja nicht gegenseitig in die Quere kommen? Ich habe, glaube ich, noch nie so ein Flugzeug abgeschossen. Kann man die abschießen? Weiß das jemand? Ich habe es noch nie versucht. Hat es vielleicht mal jemand von euch versucht? Richtig die Bomben. Nein. Dann steigen wir gleich aus, weil da wo jetzt der Punkt ist, da erwische ich ja nichts mehr. Wo ist denn der Panzer hin? Da war doch noch ein Panzer. Wir hauen noch die Raketen rein und dann steigen wir aus. Okay, so war das nicht geplant. Ups. Ups. Das sollte etwas anders funktionieren. Ja, so ein E-Auto, ne? Also ich verstehe nicht, warum die, warum der Wagen... Ich weiß gar nicht, welcher Wagen war das denn letztens, den ich hatte? Ich glaube, der japanische Isuzu war das, glaube ich, oder so. Der hat auch keine Motorengeräusche. Manchmal frage ich mich, ob die Entwickler ihre eigenen Sachen einmal auch irgendwie mal so antesten oder auch mal anhören oder so. Also kann mir keiner erzählen, es muss doch jemandem aufgefallen sein, dass es hier, dass ich hier immer nass bin, wenn ich aussteige und dass das Ding kein Motorengeräusch hat. Auch den hätte ich auch ganz gerne. Hups. Hast du keine Klickbomben? Alter, rennt der mir im Weg rum.
glaube, das wird auch keine Runde mit vielen Punkten für mich. Ich spüre das. Oh, Bett. MG42. Hitbox. Wieso darf ich immer nie Spaß haben in dem Spiel? Auf dieser Karte habe ich immer auch nur dieses Hin und Her zwischen dem Punkt und dem Punkt, den wir gerade hatten. Der ganze Rest der Karte wird irgendwie immer nie bespielt. Immer nur so ein Hin und Her zwischen diesen beiden Punkten bei mir. Ja, den habe ich zu spät gesehen. Wieder nass. Immer nass. Aber vielleicht erwische ich den. Wo ist der denn? Du bist nicht der, den ich suche. Da ist er ja. Komm schon, ey, sag mal, das gibt's doch heute nicht. Heute ist ja richtig Pain. Ich zurückschießen. Jetzt verdient. Alter, ich habe ja vorhin gesagt, ne? Aiming habe ich heute nicht. Oh Mann, echt jetzt. Hätten das nicht Blindgänger sein können? Ich glaube, so viele Punkte haben die mir noch gar nicht eingebracht jetzt hier in dieser Runde. Aber auch nur, weil ich es gerade gesagt habe. Und schon wieder nass. Das lässt er mal schön da liegen. Alter, renn mir doch nicht in den Weg. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Nein. Das ist gerade echt anstrengend, ey. Aber immerhin schön, dass es eine ausgeglichene Runde ist. Das finde ich schon mal ganz gut. Das wird jetzt hier auch wieder so ein Einwegflugzeug. Ja, ich hoffe mir, dass wir jetzt groß Schaden damit machen.
gerade absolut gar nichts gesehen, außer am Flugzeug, was da gerade entlang geflogen ist. Wow, das habe ich extra beigedrückt und der ist abgestürzt. Na gut, 85 Punkte, aber dafür so viele Raketen verschossen. Schlechte Ausbeute. Aber jetzt geht denen so langsam die Luft aus, das ist auch schon mal. Ah, guck mal, ein Panzer. Oh, oh Gott. Oh, ich hab's heute echt, ey. Nein. Nein. Ganz schlechte Runde heute. Ganz schlecht. Was ist denn mit dir passiert? Na, jetzt haben wir's ja. Sehr schön. Haben ohne mein großes Zutun gewonnen. Also ich fahre jetzt wirklich nur Mitläufer, ne? Hi! Das Ding ist ja so cool. Das ist so cool, das Ding. Ich muss es kaputt machen. Ich muss den auch mal wieder in eine Folge reinbringen, auf jeden Fall. Vielleicht in der nächsten Folge gibt es vielleicht den auch mal wieder zu sehen. Auf der Karte kann ich mir den sehr gut vorstellen. Genau deswegen. Genau deswegen. Aber leider muss ich ihn kaputt machen. Was? Alter, mir wird nichts gegönnt in dieser Runde. Das wievielte Mal ist das jetzt passiert in dieser Runde? Das vierte Mal, glaube ich. Das ist doch echt lächerlich heute. Ja, gut, können die jetzt eigentlich noch spawnen? Ja, wo sind sie? Guck mal, da gibt es noch 55 Punkte. Nehme ich wenigstens die noch mit. Macht jetzt keinen Sinn mehr, ne? Die cappen das jetzt und das ist hier unten ja vorbei. Aber kann ich den Cap... Warte mal, kann ich den Cap vielleicht noch mitnehmen? Nicht cappen! Ich will auch mit cappen! Ich brauche die Punkte. Ach, komm schon! Ich sag ja, mir wird in dieser Runde nichts gegönnt! Ja, bin mal aufs Ergebnis gespannt. Dürfte nicht ganz so gut ausgefallen sein. Das lief wirklich nicht so gut. Hier, 7000 Punkte. Ja, der hat es auf jeden Fall gut gehabt. Also, ich bin höher in der Tabelle, als ich das vermutet hatte, aber es war halt keine gute Runde so. Also spielerisch, ne? Punktetechnisch 3000 Punkte nehme ich ganz gerne mit, aber spielerisch war es jetzt halt keine gute Runde. Ich hoffe, euch hat es immerhin gefallen. Dann lasst ganz gerne einen Daumen nach oben da. Verdammte Katze. Sauername. Ja, dann, wie gesagt, falls ihr mal Lust habt, schaut da mal gerne im Livestream vorbei, sonntags ab 15:30 Uhr, wir spielen Enlisted. Ich freue mich auf euch, wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Damit bin ich raus, macht's gut, ciao.